Wann auch eine schöne Kindheit und so weiter sehen und dann vielleicht irgendwo im Hinterkopf haben, dafür habe ich das und das bezahlt. Wenn ihr als erstes immer nur seht, 500.000, 5.000, bla bla, verkauft die Sachen. Ja, meine Leute, willkommen zu einer neuen Runde FAQ, Ausgabe Nummer 2. Ihr habt mir wieder reichlich Fragen gestellt auf Instagram, Facebook und auf YouTube und diese werden natürlich direkt nach dem Intro beantwortet. Die erste Frage hat Heiko gestellt und zwar möchte er gerne wissen, würdest du dich über einen neuen Masters of the Universe Film freuen? Nein. Also meine Antwort ist ganz klar nein. Ich habe seit Jahrzehnten mein Motu-Kosmos im Kopf. Der besteht aus den Europa-Hörspielen, aus den Zeichnungen der damaligen Filmation-Serie. Die Zeichnung, nicht die Serie an sich, die fand ich nicht so gut. Und eben den Vintage-Figuren. Und ich denke, da hätte es jeder Film schwer, weil dann ja doch jeder Regisseur und so weiter eine eigene Geschichte erzählen möchte. Ich fand damals den Realfilm schon nicht so toll und ich denke mal, jetzt wäre es auch schwierig. Genauso habe ich Probleme mit allen Neuinterpretationen. Ich finde es in Ordnung, gar keine Frage, aber ich persönlich wünsche es mir halt nicht. Ne? Ich habe meine Masterswelt, wie gesagt, und die ist seit Kindheitstagen in meinem Kopf und die wird da auch definitiv nicht mehr weggehen. Ich bin bereits weit durch die Galaxis gereist und habe viele Abenteuer bestritten. Nun liegt ein weiteres vor mir. Denn am 14. und 15. September 2024 findet in Castor Brauxel die Toyplosion 2 statt. Zwar kann ich dieses Mal nicht persönlich vor Ort sein, aber ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Teamtreffen der Toyplosion, und komme nicht mit leeren Händen. Denn ich habe ein Geschenk für euch. Die zweite Frage kommt von Christian Alexander Schmidt. Wie fühlt es sich an, einer der Urväter der Toyplosion zu sein? Hättest du mit so einem Riesenerfolg dieser Veranstaltung gerechnet? Wie wird es insgesamt mit der Toyplosion weitergehen? Wird es ein fester Termin im Kalender der Toy-Community? Was sind die Exclusives für dieses Jahr? Also die Exclusives, da musst du dich noch ein paar Tage oder ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Die sind jetzt alle auf den Weg gebracht. Da wird es jetzt eine Ankündigungswelle geben die nächsten Tage. Ja, und wie fühlt es sich an, einer der Mitgründer zu sein, der Toyplosion, einfach schön. Ich denke mal, wir haben da was richtig Schönes erschaffen. Es wurde gut angenommen, die Community feiert es, die Händler feiern es, egal ob privat oder gewerblich. Und so soll es sein. Jeder oder fast jeder, der die Toyplosion 1 besucht hat, war zufrieden. Das war unser Ziel. Glückliche Gesichter, zufriedene Leute. Ja, und wenn es ein fester Anlaufpunkt wird für die Toy-Community, umso besser. Also wir würden uns freuen und wir setzen alles dran, dass die Toyplosion 2024 das Ganze aus dem Jahr 2023 auch nochmal toppen wird. Marc CA fragt, was ist das Stück aus deiner Sammlung mit dem meisten emotionalen Wert und warum? Ja, ich habe ja einige Stücke, ich sammle ja generell kindheitsbezogen zu, ich sag mal 80-85%. Klar sind auch ein paar Stücke in meiner Sammlung, die ich als Kind nicht hatte, wo ich dann jetzt erst im Erwachsenenalter Emotionen zu aufgebaut habe oder wo ich einfach nur gesagt habe, das ist eine schöne Figur, das ist ein tolles Spiel, whatever. Aber ich muss sagen, der emotionalste Wert, neben natürlich dem Laser Power He-Man, die Geschichte sollte mittlerweile jeder kennen, ist He-Man an sich. Ich habe jetzt hier den Euro He-Man, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, von der Los Amigos damals. Das ist schon eine Figur, womit ich eigentlich ja, die komplette Masters-Welt verbinde. He-Man ist der Ursprung von allem. Klar bin ich auch riesen Teela-Fan. Ich finde die Dinos cool und so weiter und so fort. Aber wenn ich was bis zum Schluss behalten dürfte oder natürlich kann, wenn ich jetzt, sag ich mal, Riesennöte hätte, Geldnöte, müsste alles verkaufen, wäre He-Man die letzte Figur, die meine Sammlung verlassen würde.
Benny Heinemann, was kannst du dir als Vintage-Sammelgebiete noch vorstellen in der Sammlung, was du aktuell noch nicht in deiner Sammlung hast? Also wo du speziell Kindheitserinnerungen hast, mit dem du dich aber bis heute noch nicht auseinandergesetzt hast. Also ich muss sagen, ich bin momentan absolut zufrieden mit meiner Sammlung. Ich bin ja gerade fleißig am Vintage-Aufstocken, am Masters-Vintage-Aufstocken. Das ist so primär mein Ziel, dass ich dieses Jahr eventuell noch das lose Fullset zusammenkriege, bis auf die beiden Riesen. Die sind für nächstes Jahr geplant, weil die gehen dann richtig ins Geld. Ob so kommt, keine Ahnung. Ist halt nun mal so ein Ziel, was jetzt aber auch nicht unbedingt erreicht werden muss. Nur als Sammler kennt ihr wahrscheinlich selber, da setzt ihr euch ein paar Ziele für das Jahr oder so mache ich das zumindest. Und wenn sie dann erreicht werden, ist schön. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ne? Also ich habe da keinen Druck. Ne? So wie es jetzt ist, könnte ich auch sofort sagen, ich höre auf. Ich bin zufrieden, alles gut. Da fehlen mir nur noch ein paar Sachen, wo ich jetzt sagen würde, die möchte ich gerne haben, aber ist kein Muss. Ne? Also wie gesagt, wenn jetzt auf einmal nichts mehr angeboten werden würde, ich wäre super glücklich mit meiner Sammlung. Und was jetzt unbedingt noch dazukommen müsste von früher, kann ich nicht sagen. Also ich habe aus jedem Bereich eigentlich was in meiner Sammlung, mal mehr, mal weniger, ob das jetzt auch Alf ist, Playmobil, Lego, Videospiele und so weiter. Ich habe da eigentlich zum größten Teil das, was ich auch haben möchte. Ne? Eine neue Toyline nochmal anfangen würde ich nicht. Ich habe jetzt hier, seht ihr auch, mit den Turtles so ein bisschen angefangen. Da auch meistens nur die Neuauflagen. Ein paar Vintage-Figuren haben sich auch darunter gemischt. Bravestar habe ich angefangen, habe ich aber wieder abgegeben. Da habe ich gemerkt, super schöne Figuren, richtig geil. Aber ich hatte sie in der Kindheit nicht, da fehlt mir halt der Bezug zu. Und dann sehe ich das Geld. Dann guckst du dir zum Beispiel so ein 30-30 an, dann weißt du, du kriegst dafür 300 Euro. Die könntest du in Masters investieren und das mache ich dann auch. Ne? Wenn ich den jetzt nochmal auf dem Trödelmarkt finden würde oder so, würde ich ihn auch abgeben. Ich würde ihn nicht behalten, weil ich damit dann halt einen anderen Sammlungsbereich von mir pushen kann. Das ist so. Also nichts gegen Bravestar. Super geile Toyline. Richtig schön. Hätte ich so eine Kindheit gehabt, hätte ich hier garantiert ein Fullset stehen. So kann ich nichts mit anfangen. Also sind sie leider aus meiner Man Cave verschwunden. Aber um nochmal auf deine Frage einzugehen, ich kann es mir nicht vorstellen, noch eine weitere Toyline hier mit aufzunehmen. What do we have here? It's Castle Grayskull. And it's mine. Not so fast, Beastman. He-Man! Can pit He-Man against Beastman playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together. Beastman's escaping. The throne, Dad. Dad, you saved the castle. Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection. He-Man and Beastman each sold separately from Mattel. Pierre Heinemann, welche Geschichten und warum der Motus haben für dich einen höheren Stellenwert, die der Hörspiele oder der Comic-Fernsehserie? Ja, ganz klar, die der Hörspiele. Die Hörspiele höre ich tatsächlich bis heute fast täglich, fast jeden Abend auf MP3 nochmal zum Einschlafen. Ich kann die fast alle mitsprechen und darauf darauf beruht mein kompletter Motu-Kosmos, meine komplette Motu-Welt in Verbindung, habe ich auch eingangs schon mal gesagt, mit den Filmation-Zeichnungen, nicht die Serie an sich, und halt den Vintage-Figuren. Das ist meine Masters-Welt und deswegen ganz klar die Europa-Hörspiele. Toy Tenner fragt, von welcher 80er, 90er Serie würdest du dir eine Neuauflage oder Verfilmung wünschen? Mit den Filmen habe ich es nicht so. Da finde ich, sollte man Altes alt sein lassen. Muss nicht unbedingt immer eine Neuauflage kommen. Neue Toys würde ich mir tatsächlich wünschen von Dino Riders. Noch ganz knapp vor Mask. Aber Dino Riders kann ich mir vorstellen, die würden auch heute funktionieren. Dinosaurier, Laserkanonen. Also welches Kind ist davon nicht angetan? Das waren nicht nur wir in den 80er, 90er Jahren. Ich denke mal, das wird heute auch noch richtig fluppen, wenn sie es denn vernünftig umsetzen würden. Brandneu. Die Welt der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Mit Tyrannosaurus Rex und riesig Diplodocus und Deinonychus. Das ist Questa, der Führer der Valorianer. Und das ist Krulos, der Führer der Rulonier. Sie leben mit den Dinosauriern auf unserer Erde vor 65 Millionen Jahren. Ein wahres Abenteuer. Dino Riders, neu von Siso, denn Siso hat Pfiff. Jens Michael fragt, hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, deine Sammlung aufzulösen bzw. ganz mit dem Sammeln aufzuhören? Natürlich, ganz klar, muss ich so sagen. Ich denke mal, das hat jeder Sammler mal, wo man dann denkt,
Das wird alles zu viel, nimm kein Ende, jetzt dachtest du, du bist fertig, sammelt's weiter, verschiedene Toylines, geht viel Geld für drauf. Aber alles in allem sind diese Gedanken natürlich öfter mal vorhanden gewesen. Aber seitdem ich hier meinen eigenen Raum habe und auch Abstand zur Sammlung habe, das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Ganz anders als da, wo sie vorher noch im Schlafzimmer stand, meine Sammlung, auch wesentlich kleiner war. Da habe ich sie jeden Tag gesehen und dann hast du dich auch irgendwann nicht satt gesehen. Aber da spielst du schneller mit dem Gedanken, oh, das kann weg, das kann weg. Und ja, hier eigener Raum, ganz, ganz wichtig für mich. Hier kann ich auch mal sagen, ich gehe eine Woche nicht rein. Und wenn ich dann reinkomme, kriege ich halt den absoluten Retro-Flash. Und somit hat sich das Thema eigentlich bei mir komplett erledigt. Ich werde definitiv die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch weiter sammeln. Vielleicht wird es mich auch mein ganzes Leben begleiten, das weiß ich nicht. Aber momentan ist kein Ende in Sicht. Christian Klüssendorf fragt, wann baust du an? Gar nicht. Wenn ich nämlich noch mehr Platz hätte, wäre die Sammlung auch noch größer. Hier bin ich jetzt ein bisschen eingeschränkt, weil alles schon voll ist und somit kauft man auch nicht mehr jeden Scheiß, sondern konzentriert sich aufs Wesentliche. Das ist bei mir so, umso mehr Platz ich habe, umso mehr würde ich auch Neuauflagen kaufen, eventuell auch ein bisschen mehr wieder da, von Star Wars, noch ein bisschen mehr von Mask. Jetzt weiß ich, der Platz ist begrenzt. Jede Toyline hat ihre Ecke, alles schön sortiert und damit bin ich mehr als zufrieden. Andrea Schmidt fragt, mit welcher 80er, 90er Jahre Toyline konntest du nie etwas anfangen oder hattest nie Bezug dazu? Bei mir waren es zum Beispiel Transformers und Power Rangers. Ja, Power Rangers kann ich dir zustimmen, fand ich als Kind schon absolut trashig, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen mit der ganzen Sache. Ja, und das hat sich bis heute so durchgezogen. Ich finde die Figuren nicht gut, ich finde die Serie nicht gut und jeder, der sammeln möchte, klar kann es sammeln, aber für mich ist das absolut nichts. Matt Gregg, hast du schon mal ein Date mit nach Hause genommen, welche dann verstört war über den Anblick deiner Sammlung und sie dachte, sie kommt hier nicht lebend raus? Ja, nicht nur einmal. Ne? Das ist mehrfach so gewesen. Nein, natürlich nicht. Zum Glück, ich beziehe das jetzt mal auf meine Frau, die hat das Ganze ja schon seit Jahren oder macht das Ganze seit Jahren mit. Sie toleriert es, sie akzeptiert es, findet es cool, dass ich ein Hobby habe. Aber so richtig verstehen, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Sie sagt es nicht, sie teilt mein Hobby nicht, aber sie lässt mir die Freude daran und sie redet mir da nicht rein. Und das ist absolut okay. Ich weiß nicht, ob ich mit einer anderen Sammlerin zusammen sein könnte, die jetzt auch so verrückt ist und wo dann die ganze Bude voll steht mit Toys oder so. Kann ich mir schwer vorstellen, weil ich finde es gut, dass das halt so strikt getrennt ist. Familie, Wohnung und halt ein Hobbyraum finde ich klasse. Ich möchte auch ehrlich gesagt zum Beispiel im Wohnzimmer oder so möchte ich gar nicht von Toys umgeben sein. Das ist bei mir so, definitiv. Ich brauche da ein bisschen Abstand von, um es dann richtig genießen zu können. Mask. Kommt mit in die Spielwelt von Mask. Mit tollen Fahrzeugen. Alles lässt sich verändern. Und nur du bestimmst Einsatz und Aussehen. Goliath, zeigt's euch! Sie kommen! Den Katapultknopf, schnell! Achtung, Captain! Warnert! Mask. Deine Fantasie ist ihre Stärke. Gary Lorenz fragt, bereust du einen aktuellen Kauf? Wenn ja, wieso und was war es? Da fällt mir jetzt momentan nichts ein, weil ich kaufe eh sehr gezielt. Und deshalb vermeide ich da eigentlich große Enttäuschung, definitiv. Wie findest du den aktuellen Weg von Mattel, da sie ja immer mehr Sondereditionen bringen, an die einige Sammler aufgrund von Scalpern nicht mehr rankommen oder gar den wesentlich teureren Preis bezahlen? Ja, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist natürlich durch diese künstliche Verknappung der Hype auf Masters of the Universe hoch wie nie. Das ist so. Man hat es gesehen, dass wenn man ganz gemütlich in den Laden gehen kann, wie bei Smith Toys, sich dort die Sachen kaufen kann, dass die auch relativ schnell zu Ladenhütern verkommen, wenn genug Ware da ist. Ja, ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass wenigstens ein Zeitfenster von 2, 3, 4, 5 Tagen wäre auf Mattel Creations und jeder sich da seine Figuren ganz normal bestellen kann. Also hier so 5 Minuten oder so und dann sind die Sachen ausverkauft, ist nicht ideal, ist nicht toll. Und da verstehe ich auch den einen oder anderen, der sagt, das ärgert ihn, definitiv. Ne? Und wenn man sich dann die Figuren über einen Zweitmarkt beziehen muss und da höhere Preise bezahlen muss, ist das auch nicht schön, gerade für neue Figuren. Ist immer Mist. Klar, Vintage kostet, ist alt, ist viele Jahrzehnte alt mittlerweile, aber für neue Figuren hier 3, 4, 5-fachen Preis zu bezahlen, das ist definitiv Kacke. Aber
Mattel hat diesen Weg gewählt und da müssen wir als Sammler damit klarkommen. Wenn, dann gehen wir mit oder wir sagen, wir sammeln nicht und fertig. Also ich würde mich jetzt persönlich darüber nicht so aufregen oder reinsteigern, wie viele andere das machen. Ich mache jetzt Cherry Picking bei den Moto Origins und damit fahre ich gut. Ist für mich kein Stress und wenn da mal eine Figur dabei ist, die ich nicht über Creations bekommen habe, dann kaufe ich es halt über den Zweitmarkt, bezahle ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich habe da gar keinen Stress und wenn ich sie nicht bekomme, ist das halt Pech. Hoflicht, wird es wieder mehr Folgen zusammen mit der Kampfmaschine geben? Zu zweit seid ihr mehr als die Summe eurer einzelnen Teile. Eure Einzelteile, so. ja, definitiv. Also Aslan und ich haben vor, mal wieder Videos zusammen zu machen. Gerade Livestreams haben wir Bock drauf. Aber momentan passt es einfach zeitlich nicht. Ne? Wir haben uns jetzt letzte Mal getroffen, sind hier versackt, haben hier richtig gequatscht und über Toys gesprochen, die Neuheiten gezeigt. Und wenn wir uns lange nicht sehen, gibt es natürlich auch viel zu erzählen. Und dann ist immer das Problem, die Zeit geht schnell rum. Dann hast du mal am Abend 2-3 Stunden, dann fährst du nach Hause, zack, wieder kein Video aufgenommen. Mist. Nein, wir werden aber definitiv demnächst wieder Videos zusammen machen. The Legend of He-Man continues in the Masters of the Universe movie with Blade, the slashing blaze of terror, with Sauron, Skeletor's evil lieutenant with a mouthful of lightning. Can they catch Wildor before his cosmic key enables him to escape? Now, you can live the adventure with Sauron, Wildor, and Blade. I've waited a long time for this. Figure sold separately from He-Man and the Masters of the Universe. Super Levelers, hallo Peter, meine Frage wäre, würdest du Moto Vintage abgeben, wenn du wüsstest, dass dies gegebenenfalls in einigen Jahren an Wertverlust hätte? Und gibt es preislich gesehen im ersten Moment, die man bereut, aber im Nachhinein glücklich ist? Also zur ersten Frage, nein, würde ich nicht. Eventuell, wenn ich jetzt wüsste, was ja Quatsch ist, wir können alle nicht in eine Glaskugel gucken, dass in 5 Jahren die Mocs nur noch 10% wert sind von dem Preis, was jetzt wert ist. Vielleicht würde ich dann den einen oder anderen Mock verkaufen, aber meine lose Sammlung, die ja fast zum Fullset geworden ist, Gott sei Dank, die würde ich nicht mehr abgeben. Die nehme ich mit und fertig. Ich sammle ja eh nicht das Geld deswegen. Klar ist es schön, wenn man Sachen hat, die was wert sind, wo man auch sagen kann, ey, guck mal, ich habe hier eine seltene Figur, die ist ein 1000er wert oder was weiß ich, ein 100er oder whatever. Und die kriegt man nicht mehr überall, musste ich ein bisschen nachsuchen. Das ist toll. Das gibt mir persönlich nochmal so den Kick beim Sammeln. Aber nur des Geldes wegen oder jetzt auch die Sachen alle eincasen lassen, damit sie mehr wert werden, weil sie tolle Bewertungen gekriegt haben oder so, würde ich nicht. Ja, also ein Teil eventuell, aber wie gesagt, wir können nicht in eine Glaskugel gucken und die Sachen, die ich jetzt hier habe, die bleiben gerade Moto Vintage. Das ist meine Herzensangelegenheit, definitiv. Und gibt es preislich gesehen im ersten Moment, die man bereut, im Nachhinein glücklich ist? Ja, also ich habe mir zum Beispiel auch bei dem Laser Power He-Man, wo ich ja einiges hingelegt habe, dann auch gedacht, noch während ich den bezahlt habe, hast du eigentlich komplett eine Schüssel. Jetzt, wo er in meine Vitrine steht, ist das verflogen, da denkst du nicht mehr ans Geld. Ich habe auch, was ich euch bald zeigen werde, einen wunderschönen Mock bekommen für meine Sammlung. Der hat auch preislich alles gesprengt, wo ich bisher... oder was ich bisher bezahlt habe, wo ich auch gesagt habe, meine Grenze, die wird verdoppelt in dem Fall, werde ich euch, wie gesagt, in einem der nächsten Videos zeigen. Aber auch da, wo der dann ankam, der Mock, war das Gefühl sofort weg. Du hast zu viel bezahlt oder das war teuer oder so. Und dann habt ihr es in dem Moment richtig gemacht. Wenn ihr zur Vitrine geht und guckt die Sachen an und denkt, oh scheiße, dafür habe ich 100 Euro bezahlt, dafür 500, dafür 200, Mist, so eine Kacke, dann verkauft die Sachen. Dann habt ihr in erster Linie den Gedanken ans Geld und nicht an die Figur und das Fahrzeug, an den Mock. Und das ist scheiße, definitiv. Also muss ich so sagen. Man sollte in erster Linie erstmal immer die Figur, die Erinnerung vielleicht daran, an eine schöne Kindheit und so weiter sehen und dann vielleicht irgendwo im Hinterkopf haben, dafür habe ich das und das bezahlt. Wenn ihr als erstes immer nur seht, 500.000, 5.000, bla bla, verkauft die Sachen. Steve O'Brien schreibt, womit hast du angefangen zu sammeln und wie bist du darauf gekommen, anzufangen, Vintage-Zeug zu sammeln? Ja, angefangen hat alles bei mir mit Phantom Comics, da war ich 8 Jahre. Dann ging es weiter mit Knight Rider und Videospiele und ich habe eigentlich schon in meinem Leben immer was gesammelt.
Ja, und das hat sich durchgezogen. Dann natürlich auch mit etwas längeren Pausen im jugendlichen Alter. Da hatte man ganz andere Sachen zu tun, kennt ihr auch alle. Ja, aber jetzt seit den letzten 15, 16 Jahren bin ich wieder voll dabei und es lässt mich einfach nicht los. Ich beschäftige mich tagtäglich mit Masters of the Universe, mehrfach die Woche mit anderen Toylines, auch bedingt dadurch, dass wir halt so vertreten sind auf Facebook, auf YouTube und so weiter. Ganz klar, man hat ja jeden Tag mit seinem Hobby zu tun. Lars fragt, hast du heute noch Sachen aus deiner Kindheit in der Sammlung? Kurz und knappe Antwort, nein, leider nicht. Donkey Kong Country, absolut sensationell. 32-Bit-Qualität auf dem 16-Bit Super Nintendo. Das heißt, absolut unglaubliche 3D-Animationen, absolut lebensechte Bewegungsabläufe und absolut fantastische Licht- und Schatteneffekte. Entdecke über 100 Levels mit tonnenweise versteckten Bonuslevels. Donkey Kong ist der King of the Jungle. Rex Raptor, wird es in Zukunft wieder einen Livestream mit Aslan geben? Gibt es noch ein Sammlerstück, was du unbedingt haben willst, wie es beim Laser Power He-Man der Fall war? Zu den Livestream mit Aslan hatte ich ja gerade schon was gesagt, wird definitiv nochmal kommen. Und was ich unbedingt in meiner Sammlung haben möchte, ja, da gibt es einiges aus dem Moto Vintage Bereich. Wie gesagt, ich wäre jetzt auch so glücklich, wie es ist, aber ich versuche natürlich jetzt auch das lose Fullset zu erreichen und nächstes Jahr kommen dann halt die zwei Schwergewichte mit Titus und Megator, die beiden Riesen, und die im Originalzustand zu finden, also mit ohne Repro-Waffen und so weiter, wird natürlich nochmal eine Aufgabe, einmal finanziell und auch die in meinem Zustand, ihr wisst ja, ich habe es da so mit den Zuständen und so weiter, wird es nicht gerade einfach. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Ja, also das sind auf jeden Fall Sachen, die ich noch gerne in meiner Sammlung hätte. Jürgen Feichtinger, grüß dich Jürgen. Gibt es ein emotionales Stück aus Kindheitstagen, das du bis zum heutigen Tag noch nicht zurückholen konntest? Wenn ja, welches und warum? Bei mir selbst zum Beispiel ist es der Transformer-Charakter Double Dealer. Natürlich zwar paar Mal gesehen, aber leider noch nicht im gewünschten, im gewünschten Zustand zum annehmbaren Preis. Ja, auch dir kann ich nur sagen, was ich unbedingt haben möchte, keine Ahnung. Doch, da fällt mir was ein. Die Super Soaker 50, die grün-gelbe. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob ihr die kennt, Freunde. Wenn ja, schreibt unbedingt meine Kommentare. Super Soaker 50, die hatte ich früher als Kind. Damit sind wir durch den Wald gerannt, haben da immer Wasserschlacht gemacht. Und ja, die hätte ich nochmal gerne in OVP in meiner Sammlung. Pascal 77 fragt, liebe Grüße, welche Hörspielnummer von dem Masters ist deine Lieblingsfolge? Ich würde sagen, es gibt eigentlich vier Stück, die ich immer öfter höre wie die anderen. Das ist die 34, die 2, die 10 und die 11. Das werden im Einzelnen das Reich der Schrecklichen, das Todestor, Anti-Eternia und das Geheimnis der Mystic Mountains. Häuptling Bunte Murmel, Huhu Peter, mein Bester, Frage, wenn du gezwungen wärst, alle Stücke aus deiner Sammlung zu verkaufen und du dürftest nur ein einziges Stück behalten, welches wäre es? Retrohafte Vintage-Grüße, Ingo. Ja, Ingo, schöne Grüße zurück. Ja, wie auch gerade schon gesagt, das wäre definitiv mein Euro-He-Man, dem würde ich als letztes gehen lassen aus meiner Sammlung, aber ich hätte mittlerweile bei sehr, sehr vielen Figuren hier richtige Probleme, die loszulassen. Also da ist wirklich Herzblut mit drin, da ist Liebe mit drin, da ist Geld mittlerweile, einiges mit drin und ja, möchte ich nicht loslassen. Und ich denke mal, wie gesagt, das wird mich meinen Rest des Lebens begleiten. It's Lonely schreibt, was ist deiner Meinung nach die beste Zeichentrickserie? Danke für deine zahlreichen Videos und gerne weiter so. Ja, vielen Dank fürs Lob. Also die Zeichentrickserie, mit der ich am meisten verbinde von früher, war zum Beispiel die Gummibärenbande. Die habe ich immer gerne geguckt. Wenn die jetzt noch mal irgendwo läuft oder sei es, dass sie irgendwie Ausschnitte oder so auf YouTube siehst, freue ich mich immer noch, bleibe ich immer wieder dran hängen. Einfach nur genial, auch wenn ich sie mir jetzt nicht am Stück angucken könnte oder mehrere Folgen hintereinander oder so, aber eine Folge zwischendurch geht definitiv. Und das ist so die beste und auch prägendste Serie meiner Kindheit, wo ich sagen würde, ja, geile Sache. Gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber wenn ich mal eine aussuchen müsste, wäre es definitiv die Gummibärenbande.
Ja, Freunde, das war das FAQ2-Video. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich will hoffen, ich habe sie ausführlich genug beantwortet. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer Dankeschön fürs Einschalten. Und jetzt haut es unbedingt in die Kommentare. Was sagt ihr zu meinen Antworten? Könnt ihr das ein oder andere nachempfinden? Oder sagt ihr, nee, das sehe ich komplett anders? Ich bin gespannt, was ihr zu schreiben habt. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao, Leute.